Herzlich willkommen zur Yayokata 2024 Ausgabe. Diesmal ist der September dran. Herbst, ein herbstliches Motiv. Hier ist jetzt meine Doppelseite. Diese Seiten habe ich vorbereitet. Das sind Tags. Ich habe dafür eine Stanze genommen und den Aquarellblock mit einer Grammatur von 300. Und ein Stück habe ich unten am Ende noch abgeschnitten, damit es sich besser dann nachher in mein kleines Akkordeonalbum einkleben lässt. Ihr kennt das bestimmt schon. Ich meine, wir hatten ja schon 8 Monate zuvor jeweils immer ein Exemplar für jeden Monat. Nicht immer habe ich was eingeklebt, aber auf jeden Fall die Größe kennt ihr und das Akkordeonfaltbüchlein, das kennt ihr auch. Das hier sind meine Reinkers und wiederum eine Farbpalette von Tim Holtz. Und die Reinker sind sehr, sehr intensiv, deswegen muss man da immer sehr vorsichtig mit viel Wasser eigentlich auch arbeiten, es sei denn, man will es sehr kräftig haben. Ja, und ich habe einen Pinsel, ein bisschen Wasser, wie ihr seht, ich habe da Wasser aus der Sprühflasche, ich arbeite auf der Glasplatte und alles Weitere erklärt sich jetzt eigentlich durch Zusehen und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Ja, warum zeige ich euch jetzt diese Teile? Ganz einfach, ich habe einfach meine Farbe nicht verschwenden wollen. Ich hatte noch so viel Farbe auf der Glasplatte und da habe ich mir einfach die Schnipsel, die hier aus Aquarellpapier noch lagen, einfach genommen. Das waren die Reste von den Tags, die ich habe und ich glaube, die kann ich als Pockets im Journal, im Junk Journal benutzen. Ja, gerade habe ich euch den Spruch gezeigt, der für diesen Monat gilt und der lautet: Von den Jahreszeiten treibt es der Herbst am buntesten. Ist übrigens meine Lieblingsjahreszeit. Ich liebe die Farben.
Ja, es ist ein längerer Prozess, bis man dann doch so weit zufrieden ist. Also ich bin noch nicht fertig, aber ich habe mir gedacht, ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen mit Wasser arbeiten, noch ein bisschen was verdünnen und ich werde mir auch gleichzeitig jetzt gleich den Föhn nehmen und das dann auch trocken föhnen, denn ansonsten muss man da wirklich immer sehr lange Wartephasen auch einhalten, weil Trocknungsphasen sind ja jetzt nicht meine Lieblingsphasen. Ja, ich habe mit dem Pinsel versucht, einige Baumstämme einzuzeichnen. Ich habe zwar eigentlich einen dünnen Pinsel, aber ich gebe zu, es ist nicht der beste. Und ja, ich habe den gerade nicht zur Hand, meine normalen Aquarellpinsel. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, ich werde vielleicht jetzt doch lieber einen Tuschestift nehmen. Hier habe ich sie. Das sind die von Faber Castell. Ich habe die in unterschiedlichen Stärken. Und ich nehme jetzt den dünnsten, den ich überhaupt habe, um im Hintergrund jetzt anzudeuten, dass das auch wirklich Bäume sind. Und ich glaube, diese dünnen Striche hätte ich jetzt mit dem Pinsel nie im Leben hingekriegt. Ja, was soll ich sagen? Es gefällt mir viel, viel besser. Ich gebe noch einige Details dazu und ich glaube, ich kann bald zu einem Finish kommen, da mir die Farben so wahnsinnig gut gefallen. Ich bin echt überrascht, wie gut das hier auf dem Aquarellpapier rausgekommen ist. Das ist so richtig schön herbstlich. Und da werde ich jetzt gar nicht mehr viel machen. Ich werde jetzt das, ich hatte es jetzt nochmal wirklich gut getrocknet mit dem Föhn. Und ich habe auch etwas Schweres draufgelegt, weil es hatte sich ein bisschen gewellt. Und das will ich jetzt so, wie ich das jetzt hier hingelegt habe, in meinem Buch verkleben. Den Spruch habe ich auch vorbereitet. Und ich hatte gerade mal so den Gedankengang, es einfach mal quer da rein zu kleben. Oder hier unten drunter längs. Aber ich würde mir dann von meinem Aquarellbild so viel wegnehmen und
Jetzt hadere ich gerade mit dem Spruch so ein bisschen, aber ich finde da noch eine Lösung. Ja, den Spruch habe ich etwas weiter noch ausgeschnitten und hier sieht man, ich habe es nur lose draufgelegt, ich habe es auf die rechte Seite gelegt, aber das gefiel mir nicht. Ich habe es dann anders gemacht, ich habe es auf die linke Seite, wie man das jetzt hier sieht, draufgeklebt und das ist jetzt so, wenn man so drüber den Blick schweifen lässt, das Endresultat. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, mir beim Malen so ein bisschen zuzusehen. Es ist halt ein anderes Yayo-Kata, aber mir macht das im Moment unglaublich viel Spaß und man hatte mich ja gebeten, ruhig ein längeres Video auch mal zu drehen. Das habe ich jetzt erledigt und ich habe es sehr gerne für euch gemacht. Wäre ganz lieb, wenn ihr mir einen kleinen Kommentar schreibt, ein Däumchen hochgebt und vielleicht auch den Kanal abonniert. Damit unterstützt ihr mich wirklich sehr und dieses Video wird dann vielleicht auch anderen vorgeschlagen und vielleicht ist das ja eine Inspiration auch für andere Maler, Bastler, wen auch immer. Also ich bin kein Maler, ich bin kein Profi, aber mir macht es einfach Spaß und ich wollte euch daran gerne teilhaben lassen. Ganz liebe Grüße und bis bald.